Hallo und willkommen zu Far Cry 4. Viel Spaß und Let's Play. Und wieder zurück, nachdem wir die Mission von Longios beendet haben, ziehen wir jetzt weiter, um unsere nächste Kampagnenmission fortzuführen. Goldene Fahrtmission. Dann hauen wir mal einen Wegepunkt rein und machen uns auf den Weg. Okay, unser Sherpa ist abgehauen. Dann machen wir uns mal zu Fuß auf den Weg. Na, wo geht's hier lang? Muss ich etwa diesen Berg runterrutschen? Gucken wir mal, ob es einen Weg gibt. Ne, ich glaube, wir rutschen hier einfach mal schön runter. Da geht's ganz schön abwärts. Ich gehe mal kurz zurück. Irgendwie wird das nichts. Mist, ich komme nicht mehr hoch. Okay, bleibt nur noch ein Weg. Meine Hose hat jetzt einen Riss. Na, wo sind die ganzen Tierchen hier, die uns mal angreifen? Irgendwelche Böcke? Sogar ein Bär, wenn ich mich recht entsinne. Aber die sind irgendwie nicht da. Irgendwas hat die verscheucht. Oh, nochmal runterrutschen. Mein Hintern ist jetzt schön warm. Sonnencreme habe ich nicht dabei. Egal, da kriege ich einen schönen Sonnenbrand. Oh, da sind meine Freunde. Was geht? Die hauen ab. Die sind scheuer als ich. Entschuldigung. Könnt ihr mich bitte mitnehmen? Oh. Ich knall ihn mal ab, bevor er mich aufisst. Tut mir leid. Ich will der Gefahr aus dem Weg gehen. Um sicher zu gehen, nehme ich ihn aus. Hey Kumpel, du brauchst keine Sorgen haben. Ich will nichts. Was haut denn der ab? Entschuldigen mal bitte, ja? Ich will nur ein bisschen Tauschgeschäft. Ah, das will er. Neue Waffe freigeschaltet. Noch mehr. Okay, ich habe meine Munition voll aufgeladen. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Geldregen. Ja. Ich bin stinkreich. In Kyrat. Nee, das kann ich nicht. Gesperrt. Skorpion anpassen. Nee, kann ich immer noch nicht. Oh, neue Waffe freigeschaltet. Ich glaube mal, den kaufe ich. Nicht genug Geld, verdammt, stimmt da oben. Nee, nicht so gierig sein. Oh, verkaufen, das ist gut. Den ganzen Quatsch können wir loswerden. So, und jetzt kann ich meine Waffe wieder kaufen. Was ich wollte. Jetzt habe ich ja genug Kohle. Die gefällt mir besser. Ja, will ich. Ja, diesen Gegenstand ausrüsten. Danke. Ich brauche mal ein Fahrzeug. Kommt hier mal. Na, da kommt gar nichts. Wie viele Meter sind denn das? Oh, ist das ein Wagen? Oh, die haben eine Panne. Was? Sehr gute Waffe. Nicht stolpern, du Arschloch. Glaubst du, ja? Großmäuler. So. Gern geschehen. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Kommunikation. Die Funktürme in Kyrat sind alleiniger Besitz von Pater. Oh, bitte sei ruhig. Dieses Gehirnwäschgequatsche brauche ich nicht.
Oh, jetzt muss ich wieder meine Frontscheibe reparieren lassen. So war's. Eine Versicherung haben wir hier. Obwohl das sehr ungewöhnlich ist. Lass mich mal links überholen, bitte. Dankeschön. Oh, die hören auch diesen Quatsch. Oh, da bringen sich die wieder gegenseitig um. Oh. Mit der komischen Frisur. Nennt sich Pergamin. Könnt ihr mal bitte aufhören, auf mich zu ballern, nur weil ich es über seine Frisur gelästert habe? Geht ja gar nicht. Was ist los? Die ballern nur, weil ich über seine Frisur gelästert habe. Das geht ja gar nicht. Oh, das ist sehr gut, die neue Fähigkeit. Ich regeneriere mich selbst. Keine Zeit für so einen Quatsch. Und wo muss ich hin? Hä? Das ist mein Ziel? Oh. Irgendwie muss ich da hoch. Sobald ich aus dem Wagen aussteige, folgen die mir nicht mehr. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Oh nö, danke. Oh, hier rein, ne? Ah. Oh, jetzt bete ich eine Runde, ja? Namaste. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert, auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg, das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Oh Mann. Wähle Amitas oder Sabals Mission. Diesmal nehmen wir von Sabal die Mission. Warte mal, Kumpel. Ich muss jetzt mal hier mich hier ausrüsten. Ich bin noch nicht schwer bewaffnet. So, haben wir jetzt alles? Jupp. Wir sind bis auf die Zähne ausgerüstet. Jetzt kannst du loslegen. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Darf ich mir noch einen Tee genehmigen? Brenn es nieder. Ah, wieder so eine Mission, wo wir auswählen können, ob wir uns für Amita entscheiden oder für Sabal. Vorher haben wir uns für Amita entschieden, jetzt entscheiden wir uns mal für Sabal. Na, dann tun wir es doch. So, gucken wir mal, ob wir irgendwas noch mitnehmen können. Oh. Flammenwerfer. Was haben wir hier noch? Dann gehen wir mal zur Mission. Ey, Tiger. Du hast einen Unschuldigen getötet. Was soll denn der Quatsch? Sorry, Bro.
Ich konnte nicht rechtzeitig reagieren. Ah, 1,2 Kilometer. Gucken wir mal auf der Karte, wo das ist, das Ziel. Aktuelles Ziel. Dann haben wir's. Ich hoffe, ich habe genug Sprit. Ansonsten halte ich mal an einer Tankstelle. Sonst muss ich vielleicht ADAC rufen und die müssen mich hier abschleppen. Ach, das kostet wieder das Geld. Moment, ich zahle ja Jahresbeitrag, von daher entfällt das ja mal. Das macht kein Problem. Ja, ich weiß, ich kann nicht so gut fahren, aber ich habe das Gefühl, ich fahre ein bisschen auf Schnee. Oh, nicht die Klippe runterfahren. Oh, das Ziel sehe ich zwar, es scheint aber noch sehr, sehr weit weg zu sein, obwohl es nur noch 800 Meter sind. Oh, keine Gegner, die mich jetzt wieder versuchen, von der Klippe runterzuschießen. Kaum gesagt, kommt da schon was, glaube ich. Oh. Irgendwie Kyrats Schattenort entdeckt. Ja, das war aber eigentlich nicht so mein Ziel. Mein Ziel ist es, die Teefabrik in Schutt und Asche niederzubrennen. Wir folgen jetzt Sabals Mission. Weil Amita ist ja ein bisschen konservativ und will das Ding einnehmen. Aber wir wollen mal ein bisschen grober an die Sache rangehen, damit die auch Pergamin ein bisschen mal in den Arsch treten. Versuchen mal so einen Wechsel zu machen. Nicht immer auf einer Seite zu kämpfen. Beide zufriedenzustellen. Oh, nicht mehr weit weg. Okay, kein Stoppschild. Wir können einfach hier weiterfahren. Oh. Hallo, Herr Elefant. Ich habe keine Nüsse dabei. Die zwei, die gebe ich dir bestimmt nicht. Okay, dann geht's hier weiter runter. Oh. Da kommt er. Ah, das sind bestimmt nur Freunde von uns. So, dann fahren wir mal unten weiter lang. Ist nicht mehr weit zum Ziel. 230 Meter knapp. Fahre ich etwa falsch? Irgendwie wird das wieder weiter. Nee. Ach, wir müssen da irgendwie hoch. Ja, bestimmt müssen wir wieder irgendwie hochklettern oder so. Gucken, wie weit es geht. Lassen wir mal den Wagen hier stehen. Nee, da kommen wir nicht hoch. Irgendwie hier lang. Unsere Ausrüstung können wir hier nicht nutzen, damit wir hochklettern können. Aber dann machen wir uns mal zu Fuß hier auf den Weg. Vielleicht müssen wir einfach hier mal raufrangeln. Ah, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Da können wir einfach hochlatschen. Da kommen wir mit dem Auto nicht so wirklich weiter. Wir hängen mal wieder fest. Komm, AJ, das Ding kommst nicht hoch. Doch, sage ich doch. Ah, jetzt wird die Entfernung immer kürzer. Dann sind wir auf dem richtigen Wege. Aber wie kommen wir da rein? Wieder hier unsere Cliffhanger-Aktion. Und? Machen wir hier wieder eine Geheimmission. Spion wieder will. Oh, ein bisschen Kraut. Damit wir uns hier benebeln können. Du brauchst Pflanzen, um Spritzen herzustellen, die leistungsstarke Boots bieten. Im Fähigkeitsmenü kannst du neue Spritzen freischalten. Jo, erstmal wieder hoch. Gucken wir mal, wem wir hier so begegnen. Die Teefabrik, ganz weit oben. Sehr ungewöhnlich. Zerstöre die Drogenfarm. Siehst du die Felder? Das ist Opium. Verbrenne alles. Die Ernte, die fertige Lieferung.
Ich will, dass Pagan in seinem Palast riechen kann, wie sein Vermögen in Rauch aufgeht. Na dann, wollen wir mal. Oh, das sind jede Menge Gegner. Scheiße. Ich sehe schon ein paar. Oh. Gucken wir mal, ob wir irgendwie hier rumkommen. Sind irgendwo Wachen? Noch sehe ich niemanden. Die werden mich nicht so reinlassen. Nee, da komme ich auch so nicht hoch. Nicht, dass ich einen Stromschlag kriege. Okay, dann gehen wir mal andersrum. Da kommen wir nicht so ohne weiteres hoch. Komm, AJ. Das kriegst du doch hin. Komm ich da auch noch hoch? Jo. Komm ich. Ach, da sollten wir voll aufgepumpt sein, bevor wir die Leute hier niederstrecken. Oh. Dann brennen wir mal alles nieder. Oh, brenn du Sack. Das brennt alles so schön. Schön einatmen. Oh shit. Das Ding fliegt doch gleich um. Ey, dieser Flammenwerfer gefällt mir richtig gut. Na, wo seid ihr? Ach ja. Oh, kauf dir eine Brille. Oh, alles niederkokeln. Gott, sind die aggressiv. Verschwinde. Oh, verdammt. Oh, die Hunde beißen mir in den Arsch. Komm schon. Mann, AJ, mach hin. So, dann zünden wir mal hier die ganze Bude nieder. Beim ersten Mal hat es nicht so geklappt, aber beim zweiten Mal wird es bestimmt. Ich bin übermotiviert. Das alles niederzubrennen. So, dann wollen wir mal. So, und die Feuer, die ich gekillt habe. Oh. Die Hunde kommen doch gleich. Wow. Wow. Ganz ruhig. Gib dich, Mann. Ejo, nee, geht nicht. Hä, der war doch gerade hier. Hau nicht ab. Ey, ich hab dich verbrannt, du Arschloch. Schrei nicht. Ah, hätte ich noch kurz gewartet. Hätte deine Mannschaft die selber gekillt hier. Eigentlich wollte ich den Flammenwerfer hier nicht abgeben. Oh, wieder Nachschub an Flammenwerfer. Hier, brenn mal ein bisschen. Oh, ihr kommt wie gerufen.
Sollst du auf mich schießen? Während ich meine Waffe nachlade? Wow, die schreien aber ganz schön laut. Pergamon wird nicht darüber erfreut sein. Scheiße. Tut weh? Ja, das ist normal so beim Bekriegen. Das kann schon vorkommen. So, noch eine Runde Ladung. Heilung. So, und jetzt kann ich wieder loslegen. Ich glaube, viele sind nicht mehr über. Wo ist denn der? Wo ballert der auf mich? Na, brennt so schön. Ich habe noch ein bisschen was über. Und dann? Wenn wir den Kopf abreißen. Das sind immer so nette Worte. Setz das doch mal in Tat um. Oh, guck mal, Wuffy ist schon total engagiert. Aber leider auch fehlgeschlagen. So, zünd dich aus, AJ. Oh, ich glaube, dieser Raum brennt und ich kokle mit. Okay, wenn du das sagst. Aber du zuerst. Die Gegner werden weniger, aber irgendwie werden die mal wieder mehr. Respawnt hier oder was? So, der nächste bitte. Und verbrennt dich gerade. Oh, da. Ah, wie so ein Held so an der Klippe. Na, das war wohl nix. Moment, ich brauche mal deine Waffe. Oder was auch immer dabei hast. Gar nichts. Toll. Flammenwerfer haben wir nichts mehr. Felle haben wir so gut wie alle niedergebrannt. Ist nur noch einer oder was? So, nehmen wir mal die Waffe. Wie viele Leute sind hier noch? Oh, da sind noch ein paar. Hier, nimm mal das. Na, das war wohl nichts, was? Oh, Feuerwerk. Platz das Ding auch mal. Ja. Richtig Rambo-Style. So, ein bisschen Molotow-Cocktail. Ich glaube, das müsste genügen. Oh. Ach, du bist ja hier. Was machst du denn hier? Hast nicht vor, mich zu töten, statt hier einfach zu verstecken und sonst irgendwie nix. Ich war noch nicht ganz fertig, aber die Mission ist trotzdem zu Ende. Ah, Maxi-Wende. Kommt wie gerufen. Kann meine Blutung stoppen. Die Felder sind verbrannt. Ich wünschte, ich hätte sie brennen sehen. Dein Vater hat nicht nur für das Volk gekämpft, Bruder. Er versuchte auch, das Land zu bewahren. Unsere Seelen sind mit dem Land und den Bergen verbunden. Das kann Amita einfach nicht verstehen. Ja. Dann haben wir diese Mission auch erfüllt.
Hast eine Zigarette? Göffel. Granate. Dann sollten wir mal zur nächsten Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.